Lesbos, Europas Versagen. Der Brand im Flüchtlingslager Moria hat offenbart, wie sehr Griechenland alleine gelassen wird bei der Bewältigung der Asylkrise an der Außengrenze der EU. Moria bzw. das Nachfolgelager auf der griechischen Insel Lesbos ist das größte Flüchtlingslager Europas, das offizielle Registrierungs- und Aufnahmezentrum der EU. In Spitzenzeiten leben hier 20.000 Menschen und warten bis zu 1,5 Jahre auf einen Asylbescheid. Auf einer Insel mit gerade einmal 80.000 Einwohnern. Dass das zu Konflikten führt, kann niemand verwundern. Willkommen beim Weltjournal. Solange es Kriege, Hunger und Verfolgung gibt, so lange werden Menschen alles daran setzen, sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen. Dass Europa nicht alle aufnehmen kann, darüber ist man sich einig. Versäumnisse und Fehler wie bei der großen Flüchtlingsbewegung vor 5 Jahren soll es nicht mehr geben. Sie haben den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet und Europa gespalten. Meine Kollegen Patrick Hafen und Benedikt Feichtner haben Meinungen eingeholt und sich auf Lesbos umgesehen. Die dicht gedrängten Behausungen der Heimatlosen stehen in Sichtweite zum türkischen Festland. Mit dem Camp Karatepe möchte Europa zeigen, dass es die Kontrolle über die Flüchtlinge wiedererlangt hat. Diese Bilder sind als Abschreckung gedacht. Kommt nicht über die Grenze, ihr seid hier nicht willkommen. Sarah Asimi ist mit ihrer Familie vor 1 Jahr nach Lesbos geflüchtet. Vor 2 Wochen ist ihr Zelt abgebrannt. Seitdem leben sie neben der Straße. Ich bleibe lieber hier, statt in das neue Flüchtlingscamp zu ziehen. Die Bedingungen sind zwar hart, aber wir bekommen zumindest Wasser und Essen von der Organisation hier nebenan. Die griechische Polizei hat verstärkt Polizistinnen vom Festland hergebracht, um sanften Druck auf die Familien auszuüben. Sie müssen in die neuen weißen Zelte ziehen, ob sie wollen oder nicht. Vor 2 Wochen ist das notorisch überfüllte Erstaufnahmezentrum Moria abgebrannt. 6 mutmaßliche Brandstifter wurden verhaftet. Es war zu Unruhen im Lager gekommen, weil 1 Woche zuvor die totale Ausgangssperre verhängt worden ist. Als Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus. Die Feuerwehr war überlastet, da zur selben Zeit 2 weitere Brände auf Lesbos wüteten. Über 12.000 Menschen verloren ihre Unterkunft. Ihre Hoffnung, die Insel verlassen zu dürfen, um woanders unter besseren Bedingungen leben zu können, erfüllte sich nicht. Familie Asimi muss packen. Auf sie wartet eines der rund 4.000 Zelte im neu errichteten Camp. Ihren Besitz und ihre Dokumente konnten sie retten, als das Feuer kam. 11 Jahre lang lebten die Afghanen als nicht registrierte Flüchtlinge im Iran. Vor 1 Jahr sind sie mit dem Boot nach Lesbos gekommen. Mein jüngerer Sohn sagte zu mir: Mama, vielleicht hätten wir lieber im Feuer verbrennen sollen, als obdachlos zu sein. Das ist sehr, sehr schwer für mich zu ertragen. Hier wird es wieder sichtbar, das Versagen Europas. Die Polizei treibt die Menschen ins Lager. Wie sie die 8 Kilometer zurücklegen, bleibt ihnen selbst überlassen. Es gibt weder Busse noch Transportmöglichkeiten für ihr Hab und Gut. Die einfache Erklärung, dies sei eine Notlage, in der nicht alles bedacht werden kann. Der griechische Staat scheint überfordert. Nach dem Feuer sind 400 unbegleitete Minderjährige ausgeflogen worden. Deutschland wird 1.500 anerkannte Flüchtlinge aufnehmen. Alle anderen müssen in das Notlager. Die griechische Regierung will verhindern, dass der Eindruck entsteht, nach dem Brand hätten sich bessere Lebensbedingungen ergeben. Am vergangenen Mittwoch landet eine Sondermaschine in Athen. Die österreichische Regierung ist die erste in Europa, die eine große Hilfslieferung schickt. Das Innenministerium hat eine russische Antonov gechartert. Innenminister Karl Nehammer überbringt die Hilfe medienwirksam persönlich.
Mit an Bord sind österreichische Polizisten. Sie sollen die Griechen verstärkt unterstützen, Migranten vom Grenzübertritt abzuhalten. Wir haben jetzt 55 Tonnen dringend benötigte Hilfsgüter aus Österreich nach Griechenland gebracht, um die griechische Regierung zu unterstützen. Die griechische Regierung mit den Polizistinnen und Polizisten, den Menschen, die hier leben, leistet einen großen Beitrag zum europäischen Grenzschutz und darf in der Situation jetzt mit den dramatischen Bildern aus dem Lager in Moria nicht alleine gelassen werden. Deswegen jetzt die konkrete Hilfe. In Mytilini, der Hauptstadt von Lesbos, will man keine Hilfe, die den Status quo weiter aufrechterhält. Fast ein Fünftel der Menschen auf der Insel sind Geflüchtete. Konstantinos Moutsouris ist Gouverneur für 7 Inseln in der Nordägäis. Sein Verwaltungsgebiet umfasst 330 Kilometer EU-Außengrenze. Ich danke den Österreichern dafür, aber wir brauchen das nicht. Wir haben selber Zelte und Geld. Wir können selber damit zurechtkommen. Flüchtlinge von hier aufzunehmen, das wäre eine Hilfe. Wir haben bereits medizinisches Gerät und Ärzte. Es ist alles da und wir können das selber lösen. Danke, dass ihr Hilfe schickt. Es zeigt, dass ihr uns schätzt. Aber was wir wollen, ist, die Flüchtlinge auf andere Teile Europas zu verteilen. Der Großteil der Menschen auf Lesbos will dasselbe wie die Flüchtlinge auch, dass diese die Insel verlassen. Im kleinen Örtchen Moria hat die direkte Nachbarschaft zu 12.000 Menschen aus über 70 Nationen über die Jahre Hass wachsen lassen. Wir waren erleichtert, nachdem das Flüchtlingslager zerstört war und die Leute woanders hin mussten. Hier wohnten tausende gesetzlose Typen. Die haben unsere Schafe gestohlen und sind in unsere Häuser eingebrochen. Sie haben alle Nutztiere geklaut, die sie kriegen konnten. Niemand hier konnte auch nur daran denken, ein neues Geschäft zu eröffnen. Die Europäische Gemeinschaft versteht überhaupt nichts. Bitte nicht. Warum schickt Österreich Zelte an diese verdammten Penner, die hier alles zerstört haben? Die haben hier ständig Feuer gelegt und gezündelt, auch in den Dörfern. Jetzt haben sie das Camp abgefackelt. Das sind doch Kannibalen. Diese Typen passen ganz bestimmt nicht nach Griechenland. Gemessen an der Einwohnerzahl muss Griechenland neben Malta und Zypern die meisten Asylanträge aller EU-Staaten abwickeln. Nach der EU-Dublin-Regelung ist jenes Land zuständig, das von Schutzsuchenden als erstes betreten wird. Der Wiener Professor Manfred Nowak hat sein Leben dem Kampf für Menschenrechte gewidmet. Ob als Wissenschaftler oder als UNO-Sonderberichterstatter. Am Geld ist es nie gescheitert, sondern die Griechen wollen auch deutlich zeigen, die Situation ist so schlecht und das sollte ein Abschreckungseffekt sein gegenüber Flüchtlingen, die in der Türkei sind und versuchen nach Griechenland und damit in die Europäische Union zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es sehr wohl auch Flüchtlingslager, vor allem am Festland, die viel besser organisiert sind. Also da ist sicherlich schon auch Absicht dabei. Auf der anderen Seite ist Griechenland auch immer wieder überfordert. Die Insel Lesbos war einmal eine beliebte Ferieninsel im Mittelmeer. Seit dem Flüchtlingsjahr 2015 hat sich das schlagartig geändert. Hotelbesitzer Vassilis Voyatsis ist der einzige im Ort, der dieses Jahr aufgesperrt hat. Seine Unterkunft liegt 40 Kilometer vom größten Flüchtlingslager Europas entfernt. Seine Gäste sind jene Polizistinnen, die zuständig sind für den sanften Druck auf die Flüchtlingsfamilien. Daneben gibt es 8 Touristen, darunter 2 Deutsche, die regelmäßig in den Ort Scala Colonies kommen, da sie die besondere Gastfreundschaft hier schätzen, wie sie sagen. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Tische hier mit tatsächlichen Touristen besetzt sind, ja, da zähle ich nicht viele. Außer uns sind es vielleicht noch 3 oder so. Also es ist sehr, 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 sehr wenig. Und es ist auch nicht einfach im Moment hierher zu kommen, weil man halt immer umsteigen muss und dazu die ganze Pressesituation, dass halt immer nur über die Flüchtlinge berichtet wird und immer so getan wird, als ob Lesbos ein winzig kleines Inselchen wären und die überall rumlaufen, was gar nicht der Fall ist. Lesbos ist größer als Malta, als der gesamte Staat. Und deswegen ist also die Sorge für Urlauber an der Stelle völlig unberechtigt.
Trotzdem verknüpft sich der Name Lesbos mit dem berüchtigt gewordenen Flüchtlingscamp Moria. Und das verkauft sich nicht gut. Die Flüge aus dem deutschsprachigen Raum sind alle gestrichen worden. Nicht zuletzt wegen Corona. Die Reiseveranstalter haben dieses Problem geschaffen. Es ist eben schwer, diese Insel schmackhaft zu machen. Die Menschen haben Angst. Da gibt es sichere Destinationen, bei denen man nicht das Risiko eingehen muss, dass der Flieger unter Umständen leer bleibt. Sie haben Lesbos abgeschrieben. Das ist sehr unfair. Dadurch ist unsere Existenz gefährdet. Wir haben 60-70% unserer Umsätze verloren. Okay, we lost 60-70% of our turnover. Weltweit sind Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Hunger und Verfolgung. Viele von ihnen träumen von einem besseren Leben in Europa. Aber wie viele Schutzsuchende vertragen unsere Gesellschaften? Ulrike Gero ist Politologin. Sie plädiert dafür, Flüchtlingen bereits in den Herkunftsländern ein Asylverfahren zu ermöglichen. Das würde weniger Menschen dazu verleiten, auf illegalem Weg nach Europa zu kommen. Ich sitze nicht hier und sage, wir können alle aufnehmen. Ja, das sicherlich nicht, denn das würde ja so, das würde tatsächlich unsere politischen Gesellschaften und auch Kollektivsysteme sprengen. Ja, und das ist ja wie im Flugzeug, wenn Sie da immer diese Ansage hören, im Falle eines Druckausgleiches, ja, nehmen Sie die Atemmaske und dann helfen Sie Ihren Kindern. Ja, das heißt, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass Europa stabil bleibt, in seinen politischen und Parteiensystemen stabil bleibt, sonst können wir niemandem helfen. Ja, insofern würde ich tatsächlich dafür plädieren, dass wir zwei Dinge parallel machen. Natürlich müssen wir die Grenzen schützen, natürlich müssen wir auch wissen, wer kommt hinein. Auf Lesbos findet das Flüchtlingsdrama seine Fortsetzung. Lebensmittel sind knapp. Jene, die in die neu errichtete Notunterkunft gezogen sind, berichten, dass es nur einmal am Tag Essen gibt. Trockennahrung, kaum geeignet für kleine Kinder. Hunderte Flüchtlinge warten vor dem Supermarkt, um eingelassen zu werden. Der Hunger macht sie nervös. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Sie haben uns versprochen, dass wenn wir von der Straße ins Camp ziehen, sich unsere Situation verbessern würde. Wir hätten dann Wasser, Essen und medizinische Versorgung. Aber es gibt zu wenig zu essen und zu trinken. Im Camp ist die griechische Armee für die Lebensmittelversorgung zuständig. Das treibt die Menschen zur Verzweiflung. Wir sind schon lange in Moria, aber das übertrifft alles. Das Essen ist so schlecht, dass ich mich übergeben muss. Sie bringen es jeden Tag um 17 Uhr und man muss ewig dafür anstehen. Es ist trocken und ungenießbar. Die Flüchtlinge weiterhin auf der Straße kampieren zu lassen, hätte zur Auseinandersetzung mit der lokalen Bevölkerung geführt, sagt die Leiterin des UNO-Flüchtlingskommissariats auf Lesbos. Das Camp ist jetzt um einiges größer als Moria und es befindet sich auf ebenem Gelände. Davor war es auf einem Hügel. Wir haben nun mehr Platz, um Asylsuchende auf Lesbos unterzubringen. Es wurde in einer Notsituation hochgezogen. Jetzt müssen wir die Infrastruktur nach und nach verbessern. Wir schütten mehr Kies auf und wir arbeiten an der Frischwasserversorgung und der Entwässerung. Das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe unterstützt uns und auch die griechische Regierung arbeitet daran. Ich bin mir sicher, dass die Situation nach und nach besser werden wird. Prozent aller Flüchtlinge auf Lesbos stammen aus Afghanistan, so wie Fakria Asghari. Ihre Anerkennung als Schutzbedürftige ist mehr als ungewiss. Denn Europa betrachtet den Großteil Afghanistans als sicher und schiebt rigoros ab. 20.000 Afghanen wurden in den vergangenen 5 Jahren zurückgeschickt, auch wenn derzeit wegen Corona Abschiebungen ausgesetzt sind. Das ganze Leid, das sie durchmachen müssen, am Ende hätte es sich nicht gelohnt. Der Asyl- und Migrationsrechtsexperte Andreas Schlönhardt hat an der Entstehung des UNO-Migrationspakts mitgewirkt. Er sieht in der Krise auf Lesbos auch eine Chance für diejenigen, die einen positiven Asylbescheid haben. Natürlich ist die Insel irgendwie
dann überlastet in dem Sinne, dass einfach sehr viele Personen dazukommen, die vielleicht auch einen legalen Aufenthaltstitel haben, aber sie haben ja nirgendwo, wo sie hingehen können oder wo sie wohnen können, wo sie erwerbstätig werden können. Dass natürlich dann so eine Insel schnell überfordert ist, ist ganz klar. Und deshalb vielleicht nochmal der Appell, dass eben dann die EU hervortreten muss und sagen, diese Leute haben ein Asylbescheid, die werden und dürfen bei uns bleiben, bringen wir sie doch dorthin, wo wir sie gut integrieren können, wo sie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können, wo sie legalen Gewerbe nachgehen können. Und Arbeitsmangel gibt es überall. Den wird es auch irgendwann nach dieser Pandemie wieder geben. Staaten wie Griechenland und Italien nehmen weit mehr Schutzsuchende auf als andere EU-Staaten. Das liegt auch an der sogenannten Dublin-Verordnung. Nach dieser EU-Regelung ist jenes Land für Asylverfahren zuständig, das von den Flüchtlingen als erstes betreten wird. Dublin ist eines der Hauptübel an dem Ganzen, weil es einfach immer wiederum die Hauptverantwortung an jene Staaten delegiert, die ohne die schon am meisten Flüchtlinge haben oder so wie Griechenland auch nicht die nötige Infrastruktur haben und so weiter. Das heißt jetzt, man kann natürlich jetzt auch punktuell einzelne Sachen versuchen zu verbessern, aber das wird nichts Wesentliches ändern. Man muss sich wirklich hinsetzen und ganz von Beginn anfangen, eine völlig neue, wirklich völlig neue gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik zu konstruieren. Das war Camp Moria vor dem verheerenden Brand. Das größte Flüchtlingslager Europas. Salam al-Din stammt aus dem Irak, ist dänischer Staatsbürger und will helfen. Vor 2 Jahren war er erstmals in Moria. Seit 2015 arbeitet er in Griechenland. Er hat Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet und eine Hilfsorganisation aufgebaut, die sich vor allem um Kinder und Jugendliche kümmert. Schon im Oktober 2018 fehlte es am nötigsten. Das ist kein Leben. Die Menschen frieren. Sehen Sie sich das T-Shirt an. Jacken gibt es keine. Soll das eine Jacke sein? Echt? Nicht einmal Schuhe haben die Leute. Das ist ein Desaster, eine Katastrophe. Die Kinder, die im Zelt schlafen, nehme ich mit in mein Zentrum, damit sie Essen bekommen. Seine kleine Hilfsorganisation hatte ihr Büro direkt neben dem Camp. Sie finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Schauen Sie sich die Gesichter an, sie lächeln. Es sind fröhliche Gesichter. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber wir machen sie glücklich. Wir geben ihnen das Gefühl, Kinder zu sein. Im Camp sind sie keine Kinder. Der griechischen Regierung ist die Arbeit der Flüchtlingshelfer ein Dorn im Auge. Ihnen wird vorgeworfen, sie seien Menschenschmuggler, die mehr Flüchtlinge anlocken. Mehrmals wird Salam deshalb verhaftet. Am 11. Dezember 2019 war ich unterwegs, um Weihnachtsgeschenke für 4.500 Kinder zu kaufen. Am Flughafen wurde ich verhaftet. Es stehe über mich etwas im Computer, hieß es. Ich würde den Staat bedrohen und stünde auf der nationalen Sicherheitsliste. Und schon saß ich im Gefängnis. In der Zeit habe ich keinen Richter gesehen, keinen Staatsanwalt, niemanden. Nach 16 Tagen kam ich frei und hatte 3 Tage Zeit, das Land zu verlassen. Er landete hier, im Kreuzberger Himmel, einem Restaurant in Berlin, das von Flüchtlingen betrieben wird. Und weiter geht die wilde Fahrt. Andreas Tölke hat es gegründet. Früher war er Journalist, heute leitet er eine kleine Hilfsorganisation und will Salam al-Din helfen, Flüchtlinge aus dem Lager Moria herauszuholen. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Und habe für mich dann auch so gedacht, so, und da habe ich meinen Meister gefunden. Also was er macht, ist selbst für mich, der das jetzt auch relativ intensiv macht, jenseits aller Vorstellungskraft. Das ist unfassbar. Tölke war im Februar selbst in Griechenland. Er kennt die desaströsen Verhältnisse in Moria. Seine Hilfsorganisation Be an Angel setzt sich vor allem für minderjährige Flüchtlinge ein.
Zuletzt verstärkt für solche, die in Moria gestrandet waren. Andreas Tölke hat vielen geholfen. Auch Narges aus Afghanistan, die vor einem Jahr allein nach Berlin gekommen ist. Inzwischen ist er ihr gesetzlicher Vormund. Narges ist 16 Jahre alt und genießt das Leben und die Sicherheit in Deutschland. Die Einschränkungen durch Corona stören sie nicht. Es ist gar nicht so schlimm. In Moria war es ähnlich. Ich war meistens im Zelt, weil die Bedingungen so schlimm waren. Deshalb ist das nicht neu für mich. Wir bleiben eben zu Hause. Narges lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft. Sie war mit ihren Eltern und zwei Geschwistern auf der Flucht. Retter hatten die Familie mitten in der Nacht von einem überfüllten Boot vor Griechenland aus dem Meer gezogen. Sie setzten uns in einen Bus und so kamen wir nach Moria. Und als wir im Lager ankamen, wurden wir von Leuten begrüßt, die uns zuriefen. Hallo, willkommen in der Hölle. Wir waren verwirrt, weil wir dachten, wir sind doch in Griechenland. Die Reise ist zu Ende. Wir sind gerettet. Wir haben überlebt. Wir werden zur Schule gehen, ein normales Leben haben. Es ist vorbei. Aber nein, es war, als käme man von einer Hölle in die nächste. Nach 6 Monaten gelingt es der Familie, von Moria aufs Festland zu kommen. Doch in den Wirren der Flucht wird Narges von ihrer Familie getrennt. Sie schlägt sich alleine nach Deutschland durch. In Griechenland habe ich Salam al-Din kennengelernt, ein guter Mensch. Er sagte uns, wenn wir es nach Deutschland schaffen, würde er da eine Person kennen, die uns helfen könne. Er gab uns die Adresse. So traf sie Andreas Tölke. Der hatte 2015 mitten in der Flüchtlingskrise sein Leben von einem Tag auf den anderen umgekrempelt. Als der ehemalige Journalist damals sah, wie überfordert Deutschland mit den Flüchtlingen war, beschloss er zu helfen. Dass es nicht möglich sein soll, unbegleitete Minderjährige aus dem Lager Moria zu holen, wollte er nicht verstehen. Ich glaube, nach 4 Jahren wirklich sagen zu können, wir sind einfach richtig gute Krisenmanager. Das heißt, wenn jetzt hier im Büro morgen 10 Kinder auftauchen würden, lege ich meine Hand auf die heiße Herdplatte, dass wir innerhalb von 2 Tagen Unterbringung haben, Versorgung haben, Ärzte konsultiert haben, ohne irgendeine staatliche Unterstützung. Und es könnten auch 20 sein, ich schwör's. Wir würden das, wir als ein kleiner Verein, wir würden es hinkriegen. Auch der Deutsch-Türke Murat Türemis will helfen. Er ist Fotograf und dokumentiert seit Jahren das Leben von Flüchtlingen überall in Europa. Anfang des Jahres hat er im Camp Moria auf Lesbos fotografiert. Diese Container hier hinten, das ist das eigentliche Moria-Aufnahmelager, was für 3000 Leute gebaut worden war am Anfang. Und hier befinden wir uns bereits im Dschungel. Hier werden die Hütten gebaut. Manche ziehen dann vom Tal hoch die Stromleitung. Aber hier oben ist noch kein Strom. Die Menschen in Moria, die quasi in dem Lager leben, bezeichnen den Dschungel als den Bereich, wo kein Strom ist und wo diese Zelte einfach in den Olivenhain hineingebaut worden sind. Da sind also Paletten, Europaletten, auf die wird dann Pappe gelegt und auf das kommt dann ein Zelt. Ja, was machst du? Wie geht's? Salam. Ich hoffe, es geht dir gut. Was macht die Arbeit?
Gott sei Dank gut. Wir sind okay. Arbeiten. Wir beschäftigen uns. Diese Aufnahmen haben die jungen Geflüchteten damals aus Moria geschickt. Mein Name ist Esmatullah Hosseini. Ich bin einer der Jugendlichen aus Moria. Das Zelt haben wir selbst gebaut, ohne Hilfe. Es gibt auch keinen Strom hier. Trotz des Coronavirus haben wir keine Krankenstation. Und auch Geld bekommen wir keines. Das Leben im Dschungel ist für mich als Jugendlicher sehr hart. Jede Nacht gibt es Messerstechereien und Streit. Am meisten sind die jungen Leute davon betroffen. Sie werden vergewaltigt. Es gibt sogar Morde. Und von der griechischen Polizei kommt keine Hilfe. Für jede Mahlzeit mussten die Flüchtlinge im Lager Moria Schlange stehen. Bis zu 2 Stunden, 3-mal am Tag. Den Corona-bedingten Abstand zu halten, ging sich hier einfach nicht aus. Bei Wasserlieferung waren die Zustände immer wieder chaotisch. Camp Moria war bis zum Brand das offizielle Registrierungs- und Aufnahmezentrum der Europäischen Union. Ursprünglich für 3000 Menschen gebaut, lebten hier zu Spitzenzeiten mehr als 20.000. Im Namen Gottes. Hallo, ich heiße Elahe Tajik. Ich möchte Ihnen mein Leben vorstellen. Ich bin 13 Jahre alt und lebe mit meiner Familie in Camp Moria. Wir leben im Zelt und schlafen auch hier. Wir haben nicht genug Platz zum Schlafen. Das ist sehr schlecht. Wir haben kein warmes Wasser, nur kaltes Wasser. Wir waschen die Kinder hier. Das Lager verlassen dürften die Menschen nur noch in Ausnahmefällen, etwa für Behördenwege und dann nur mit Sondergenehmigung. Die Campleitung ließ die Geflüchteten damals eine Krankenstation bauen für mögliche Corona-Kranke. Wir helfen gerade beim Bau einer Krankenstation für Corona-infizierte Patienten. Ich bete, dass das Virus nicht ins Camp kommt. Heute habe ich etwas länger geschlafen, weil ich spät ins Bett gekommen bin. Ich habe aufgepasst, dass hier nichts gestohlen wird. Die einfachsten Hygienemaßnahmen waren im Lager Moria unmöglich einzuhalten. Esmatullah zeigt, dass oft kein Tropfen aus den Wasserhähnen kommt. Mein Name ist Sarah Haidari. Hier sehen Sie, das Abwasser läuft einfach auf die Straße. Ich
Ich bin 14 Jahre und lebe hier mit meiner Mutter, meinem Bruder und meinen zwei Schwestern ohne Vater. Moria ist derzeit unser Zuhause. Aber ich habe Angst, darüber zu sprechen. Es gibt hier keine Ruhe, keinen Frieden. Jeden Abend haben wir Angst. Wir können nachts nicht auf die Toilette gehen. Zu viele Messerstechereien und Vergewaltigungen. Es gibt zu wenig Toiletten, Krankenstationen, Ärzte, gesundes Essen. Bitte helfen Sie mir. Wenn viele Menschen auf engem Raum zusammengesperrt sind, wächst naturgemäß die Aggression. Immer wieder kam es zu Konflikten zwischen verschiedenen Flüchtlingsgruppen. Bereits im März war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell durch das überfüllte Lager fraß. Europas Politiker reagierten nicht. Nach Ostern zeigten sich Deutschland und Luxemburg bereit, eine Gruppe minderjähriger Jugendlicher aus Lesbos aufzunehmen. Wer über 16 Jahre war, musste im Lager bleiben. Ich bin seine Schwester. Und jetzt wollen sie ihn nach Deutschland schicken. Das freut mich sehr, dass er dieser Hölle entkommt. Ich liebe meinen Bruder, bin glücklich für ihn, wünsche ihm eine gute Zukunft. Doch ich weine, weil ich alleine hierbleiben muss. Wir Afghanen haben ein erbärmliches Leben. Lösungsvorschläge, um solche Szenen zu verhindern, gäbe es. Schutzsuchende könnten bereits in ihren Heimatländern in EU-Botschaften um Asyl ansuchen. Asylberechtigte würden in sogenannten Resettlement-Programmen direkt in aufnahmebereite Staaten umgesiedelt. Wir haben ungefähr 75 Millionen Flüchtlinge in der Welt. Wir haben ungefähr 150.000 Resettlement-Plätze in der ganzen Welt. Das steht in gar keinem Verhältnis. Also durch eine Kombination von solchen Maßnahmen und auch Zusammenarbeit und offenem Dialog lässt sich eine Menge erreichen, mehr als mit Decken und Zelten nach Lesbos schicken. Wenn wir Moria nicht wollen und wenn wir die Verteilung nicht hinkriegen, dann müssen wir halt noch mal einen Schritt zurückgehen. Und das würde sagen, wir gucken uns die europäische Agrarpolitik noch mal an, wir gucken uns die europäische Außen- und Sicherheitspolitik noch mal an, wir gucken uns unsere Klimapolitik noch mal an. Und damit dann zu sagen, wenn wir uns das alles angucken, schädigen wir den afrikanischen Kontinent ein bisschen weniger, als wir ihn schädigen und lassen ihn leben, dann haben wir vielleicht auch einen Ansatz dafür gefunden, mit den Geflüchteten anders umzugehen bzw. ihre Zahl zu dezimieren. Seit Jahren scheitert eine einheitliche europäische Flüchtlingspolitik an unterschiedlichen innenpolitischen Interessen der verschiedenen Länder. Das hilft weder den Flüchtlingen noch Europa. Nicht jeder hat das Recht auf Asyl, aber jeder hat das Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Asylverfahren. Im Weltjournal Plus haben uns Asylentscheider nach der großen Fluchtbewegung vor 5 Jahren Einblick in ihren Arbeitsalltag gewährt und zeigen, auf welch dünnem Eis sie sich bewegen. Sie müssen prüfen, was Wahrheit und was Lüge ist und entscheiden, wer Asyl bekommt und wer abgeschoben wird. Eine enorme Verantwortung und permanente Gratwanderung. Schauen Sie sich das an.